Ein Schwert, ein Schwert. Ich habe jetzt ein Schwert. Aber dann guck mal hier, ich habe jetzt ein Schwert. Ja. Game over. So, Ritter Schrotti, dreh dich um. Der imperiale Hofschmied präsentiert dir deine neue Waffe. Knie nieder, Luder. Alter, ist das geil! Schlage dich hiermit zum Heerführer. Nein. Falsch, du bist ja schon imperialer Hofnarr. Richtig, aber ich kann nicht. Ich schlage dich nochmal zum imperialen Hofnarr im Namen von Lord Abaddon. Habt ihr, oh, ist das geil! Oh. Guck dir das an, Alter! Bei der Nacht von Greystyle! Ich habe die Kraft! Oh, ist das geil! Guck dir das Ding an! Das ist so geil! Was ist so imperial? Oh, danke! Oh. Die Frage ist jetzt nur, sollen wir jetzt genauso hier ausrasten wie bei MTV Pimp My Ride oder was? Der rastet doch schon aus! Das sieht auch so geil aus! Oh mein Gott! Mit Angst kann er so stellt um das! Oh, ja! Das ist gut. Oh. So, Imperium! Oh, hallo! Ich bin der Organisator der Kuh! Yay! Er ist Fame! Alter! Ich bin jetzt bist du auf YouTube, jetzt bist du noch famer! Oh mein Gott, ich habe auch einen YouTube-Channel und da stelle ich auch die ganzen Videos auf! Das ist auch eine Art Disco. Eine unglaubliche Stimmung. Die Leute haben sich mittlerweile schon wieder entfernt, weil ich irgendwie zu spät angefangen habe zu filmen. Also es ist irgendwie, ja, Mann. Wir gehen jetzt schon mal abends. Wohin? Alter. Dann haben wir es. Komm nicht raus. Links, nein, links, das andere links, rechts. Jetzt im dreh- und zoombaren Bereich. Nö, nö. Das Coole ist, ich konnte sich keinen Fernseher leisten. Ich schnitt einfach mal einen Laptop. So. Weil das ist so ein tolles Lied. Allein das Lied passt ja schon total krass zu dem Outfit, was die hier so an den Tag legen. Ne? Also, so die übelste, ich weiß es selber nicht genau. Naja, gut. Whatever. Also diese Position muss unheimlich bequem sein. Ist das nicht unheimlich bequem? Ich sitze immer so. Er sitzt immer so. Dicke Party auf der Bühne. Und hier unsere beiden Meister fangen jetzt hier mal an zu tanzen. Wer sie nicht kennt, das sind zwei der Crazy Chaos Players. Da ist Nummer 3 und es geht los. Ey, du Laper! Deine Mutter! Dreh dich mal um! Ich denk mal schon. Das sieht scheiße aus! Sieht immer noch scheiße aus! Ah. Wir verkaufen als nächstes eine suizidgefährdete Wunderlandbesucherin.
Kellnerin, die gegebenenfalls auf Drogen ist und manchmal gerne Häschen hinterherläuft. Wie heißt du denn? Alice. Alice, bitte ruhig. Was kannst du denn besonderes, Alice? Dr. Bumpy töten, ein bisschen meinem mein Verstand aufräumen und ja, ein bisschen Klarinette spielen. Das hat sie bereits angemerkt. Also falls ihr einen Psychiater habt, den ihr loswerden möchtet oder einen Anwalt, auch gerne selber auf Sadomasochismus steht, und auch hier ist die perfekte Wahl für euch. Ein wunderschönes, wunderschönes Kleid noch dazu, tolle Schuhe, einen kurzen Rock mit einer leichten Neigung zu psychischen Anfällen im Prozess. Nein, sie ist einfach nur nicht so geschickt beim Marmelade machen. Oder so. Man kann es drehen und wenden, es ist dasselbe. Das ist Blut. Zwar nicht meins, aber... Verschreckt doch nicht die Leute. Also, Anfangsgebot wieder 50 Cent. Wer bietet 50 Cent für diese wunderbare, schöne Dame? Kommt, da ist noch mehr drin, dann guckt euch das an. Das 50 Cent von den Köpfen. Da vorne. 50 Cent? 50 Cent. Wer bietet mehr? Kommt schon. 60 Cent. Wo höre ich 60 Cent? 20 Cent. 20 Cent für diese wunderschöne Alice. 20 Cent. Der Johann hat doch 50 Cent geboten. 1 Euro. 1 Euro. Wie sieht jemand 1,20 Euro? 1,20 Euro. Na komm, das ist ein Schnäppchen. 1,20 Euro für eine hübsche junge Dame. Kommt schon. Genau, irgendwie. Sie hat einen kurzen Rock. Kurzes Röckchen, lange Beine. 15. Das ist doch nur jung, Mann. Genau. Kommt schon. Die ist doch keine 1,20 wert. Sie tut es auch gar nicht gefährlich. Sie tut nur so. Richtig. Lass euch nicht abschrecken. Dann 1 Euro zum Ersten. Zum Zweiten. Und Verkauf für 1 Euro. Als nächstes haben wir Bettina, die sich nicht hat anziehen lassen können. Bettina zieht sich gerne für euch aus, wenn ihr sie ersteigert. Aber nein, wenn ihr sie steigert, verspricht sie sich nicht nochmal auszuziehen. Genau, wenn ihr sie ersteigert. Nein! Oh, Zensur! Bitte bleib angezogen bis zum Ende der Auktion. Bitte!